möchte zunächst einmal dafür sorgen, dass wieder Recht und Gesetz Einzug erhält. Darauf muss geachtet werden. Den persönlichen Schwerpunkt, den sehe ich im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Hier möchte ich mich im Außenausschuss, wenn möglich, engagieren. Wir haben gesehen während der Asyl- und Flüchtlingskrise, dass die Fluchtursachen eine immer wichtigere Rolle einnehmen. Speziell für den Wahlkreis möchte ich mich darum kümmern, dass Schlüsselindustrien wie die Automobilbranche auch weiterhin gestärkt bleiben. Wir sehen leider im Moment, dass durch die Diskussion über das für uns ideologische Dieselfahrverbot der Verbraucher, aber auch die Automobilindustrie geschwächt werden, was vor allem negativ hier für die Region wäre.